Wir machen eine kleine Umfrage, um rauszufinden, ob der Autor, dessen Buch wir nächste Woche veröffentlichen, in Deutschland bekannt ist oder nicht. Ob man den so kennt auf den ersten Blick. Kennen Sie diesen Mann? Oh, nee, kenne ich nicht. Soll ich ihn jetzt? I think no. You haven't seen him before? Nee. Oh, I'm not too sure. Probably. Not sure. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Nein. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Do you know this man? I don't recognize him. No, I don't think so. No. Never seen him before? No, never seen him before. So I'm into this idea. This idea, it's a good one. Lego? This is funny. But there must have been a Death Star canteen, yeah? There must have been a cafeteria. Go down. I will have the penne a la Arabiana. You'll need a tray. Skinnies? Do you know who I am? Das ist er auch, Nebenrolle. Ach, das ist er. Mhm. Ja doch, den kenne ich ihn. Hast du schon mal gesehen? Ja doch, den habe ich schon mal gesehen. Jetzt musst du es aber wissen. Nein. Dann ist er zum Beispiel auch hier in The Cat's Meow, das ist so eine F. Scott Fitzgerald-Verfilmung. Aber auf dem Buch sieht er so komplett anders aus. We have him in Ocean's 12. He had a little movie role. It's him. Yeah, that's him. Yeah, it's him. Who is he? Seen him before. Ah, but we have to say the name. Yeah? If you don't know the name. No, I don't know the name, but I didn't see it before. Yeah, you're so good with names. Oh, this is Ocean's 13. Yes. Yeah. Yeah. Eddie Izzard. That's him. Okay. His name is Eddie Izzard. Okay. Eddie Izzard. Ich kenne ihn gar nicht. Der Mann heißt Eddie Izzard. Mhm. Und wenn du ihn nicht kennst, es lohnt sich. Ja, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Eddie Izzard. Ja.